Herzlich willkommen zum 24. Türchen des Alliance Adventskalenders. Und heute haben wir uns nochmal was ganz Besonderes ausgedacht, denn es ist die heilige Nacht. Meine lieben Jungs und Mädels, wir haben einiges gerissen. Wir haben viele Kinder heute Abend glücklich gemacht. Und zu diesem Anlass, weil ihr alle sehr fleißig wart, ne, Ruprecht, habe ich nun die Ehre, eure Fragen in Empfang zu nehmen. Gibt es Wünsche oder Fragen, die ich euch beantworten kann? Ja, ja, lieber Weihnachtself. Ja, Herr Weihnachtsmann. Wie reist man bei Nacht und Wind sicher durchs Internet geschwind? Ho, 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 das ist eine prächtige Frage, kleiner Elf. Das geht ganz sicher mit NordVPN. Zu diesem Anlass schenke ich euch allen einen Rabattcode über 81%, abrufbar in der Videobeschreibung. Mit dem Code HOHOHOP kann man 81% sparen. Alternativ könnt ihr diese URL benutzen, die auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt ist. Kannst auch selber nachgucken. Und zu guter Letzt gibt es ein großartiges NordVPN-Gewinnspiel. Dort kann man gewinnen, schöne Promocodes und ein PS4-Bundle mit Modern Warfare. Das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Los. Oh. Jawohl. Das sieht schon richtig gut aus. Und ich denke, dass ich auch in so einem Cosplay wirklich schön wäre. Also ich meine so richtig Zucker. Nee. Du würdest aussehen, also würdest du sowas anziehen, dann würdest du aussehen wie ein Lappen. Ein Lappen? Alter, du bist ein Lappen. Alter, ich würde darin aussehen wie ein junger Gott! Ich würde in einem 20-Euro-Cosplay besser aussehen als du! Wetten nicht! Geburt, okay? Hey! Ah! Jetzt habe ich hier Schulterpanzer. So, dann habe ich noch ein Tuch, womit ich natürlich dann den Wappenrock festschnüre, weil der Junge hat auch so ein Tuch. Das Ding ist, er hat zum einen so einen Helm, der spitz nach hinten geht, aber da flattert noch mehr hinterher. Und ich hatte mir gedacht, ziehe das hier auf und dann den hier drüber. Ich gaffer den halt einfach irgendwie fest. Und für den Helm habe ich ganz viele Dosen gekauft. Schön. 7 Stück. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, welchen Champion ich habe. Wir gehen jetzt runter und machen hier raus den anderen Teil meiner Kopfbedeckung. Ja. Das zeichnet halt die Waldorfschüler aus, Junge. Alles. So, wo ist er? Oh Lord! Also ich muss sagen. Gut, dass ich nichts sehe, Junge. Alter, wenn der gewinnt, dann. Alter, guck mal bitte, wie viel Liebe zum Detail ich habe. Wie viel Liebe zum Detail? Guck dir das mal an! Das ist wirklich. Das und ist, das? Das ist nicht schlecht. Und der Fahrradsattel. Und der Fahrradsattel ist. Ja. Oh. Oh. So, hallo und herzlich willkommen zum Polizeihubschrauber-Simulator. Wir gehen direkt rein! Guten Morgen. Heute steht zunächst ein normaler Patrouillenflug auf dem Dienstplan. Dann mal alle ab an die Arbeit. Tirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Jawohl. Melde Dienstgehorsam. Ja, so. Alter, ey. Und ich brauche noch eine Helmleitstelle. Oh, so.
So! Herzlich willkommen zu Notruf 112, meine Damen und Herren. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Meine Damen und Herren. Ich habe mir gedacht, komm, es wird mal wieder in die Hände gespuckt und schau mal nach einem geeigneten Feuerwehrsimulator. Das ist ein Kleinflächenbrand, Uli! Scheiß mal auf die 30er-Zone! Uli, gib Gas, da sterben vielleicht Kinder! Ich habe ein bisschen kommuniziert mit den Jungs. Also, die sagen, hier ist alles in Butter. Oh! Dann geht's los, Junge. Ja! Los! Oh, jetzt aber. Oh, auf der Spur bleiben, Diggi. Ja! Jawohl, Trebja, Junge! Und ich wäre nicht Hand of Blood, hätte ich nicht ein atemberaubendes Kostüm für euch dabei. Herr Knabe. Wie Sie sehen, wir sind auf alles vorbereitet. Oh ja, die Leggings. Es ist also bis ins kleinste Detail. So. Mein Name ist Hackerman und ich hacke schneller als die Polizei erlaubt. Hahaha! Let's go! Nee. Yeah! Woo! Yeah! Schatz, bist du's? Hallo, bist du Erika? Dran? Bist du da? Ja, ich bin jetzt da. Oh, super. Denk daran, was ich alles brauche, ja? Hast okay. du das aufgeschrieben? Ja, habe ich. Hast du es aufgeschrieben? Ja, die Katzenforelle, die Stierforelle. Ja. Ganz wichtig ist die Regenbogenforelle. Ja, Regenbogenforelle. Genau. Hast du den Korb mitgenommen? Hast ja, du den ja, bei dir? Ja, Erika.
Guck mal rein, da findest du die Stärkung für den Tag. Schau am besten mal, ob alles da ist. Das ist, ist ganz wichtig, ja? Und vergiss nicht zu trinken, Schatz. Das ist, du solltest da immer hydriert am Wasser sein, sonst weißt du doch, sonst geht's dir nicht so gut. Und mache ich mir Sorgen. Okay, dann bis später. Okay, tschüss, Schatz, bye. Tschüss. Was haben wir noch? Ein Sandwich schön mit Speckwurst? Oh nee, nicht schon wieder Zucchinis. Bäh. Oh nee. Tüfteln? Ich will Pommes mal. Soll ich mit Knoblauch? Wofür brauche ich denn die? Erika. Die Honigbiene. Eine kleine Heldin in einer großen Welt. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Euer Henno. Willkommen zu einem neuen Simulator. Bi-Simulator. Ich hab Bock. Lass deine Feinde niemals wissen, was du denkst, Solaccio. Sag ihm, wir brauchen ein Treffen. Auf neutralem Boden. Gib den Jungs Bescheid. Und ich brauche Markov und den Polen, Rowiczewski. Los. Sei denn, 我就开枪打谁? 介川昨天被人杀了, 我带他回去调查, 可是这把枪不晓得会不会走火。 Vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Macht, das Spiel der Schatten. Dieses Spiel mündete in einen Krieg von unvorstellbarem Ausmaß, der die ganze Welt zu zerstören drohte, bis ein mutiger und mächtiger Pharao die Magie bändigte und sie in mystischen Gegenständen gefangen hielt. 5000 Jahre später lüftete ein Junge namens Yugi das Geheimnis des Millennium-Puzzles. Die alten mystischen Energien durchströmten ihn, weil das Schicksal ihn dazu auserwählt hat, die Welt vor der Rückkehr des Spiels der Schatten zu bewahren. So wie es einst der mutige Pharao getan hatte, 5000 Jahre zuvor. Herzlich willkommen zu Gib mir noch ein, zwei Versuche. Herzlich willkommen zu Bully. Einem Spiel, bei dem wir die anderen Kinder mal richtig rannehmen können. Dieses Spiel ist nagelneu. Ist von Rockstar. Die haben auch GTA gemacht und Red Dead Redemption. Also ist klasse. Aber eins steht fest, die anderen Kinder... Oh, da ist endlich ihr Auftrag, Agent-Nummer. Agent-Nummer. Agent? Wo ist denn ihr Barcode hin? Barcode? Haben Sie noch gar keinen Barcode? Denn wir brauchen einen Barcode. Sie sind der von der Weihnachtsfeier, der sich vollgekotzt hat. Ist kein Problem. Also, manchmal dauert das mit dem Barcode ein bisschen länger und dann ist er in der Post, dann wissen Sie es so und so. Ich habe vielleicht noch Nummern übrig, die ich Ihnen geben kann. Kennen Sie den Tommy? Ja. Tommy, toller Kerl, aber an Silvester ist ihm eine Rakete auf den Balkon geflogen, ist geplatzt und richtig eklig angelegt. Wissen Sie was, der Tommy, der war die Nummer 74 und aufnehmen. Wollen Sie die 74 haben? Die 74 ist eine richtig gute Nummer. So, die hat immer Glück gebracht bisher. So, kommen Sie mal her. So, der Tommy war ein ganz toller Kerl. So, und dann... ich muss ja gucken, wie das mit den... Wie macht man denn 74 Striche so? Das ist richtig schwer. So, ich könnte jetzt noch mal hier 70... Aber ich kann ja auch einfach... Ich mache einfach hier noch so eine 7 hier hin. Und dann, so ist gut. So erkennt sie eigentlich jeder. Da, ich stelle den hier zu Ihnen. Und dann machen Sie einen guten Job. Tschüss. Und Nummer 74. Hallo, Schule.
Oh. Halt mal kurz die Fresse. So, verkleiden. Belohnend. Wie sieht er denn aus? So, einer von euch, Alter. Schnell, 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 schnell. Verkleiden. So, jetzt aber schnell in die Truhe. Nein. Wurde gemerkt? Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Komm mal mit, Bruder. Wir wechseln auf jeden Fall mal das Outfit, denke ich. So. Den lassen wir hier mal liegen und wir schauen jetzt mal, was der da drin hat, ja. Jetzt habe ich hier den Sack auf dem Kopf. Warte mal. Oh, scheiße, ich sehe gar nichts. Okay, so. Schauen wir mal. Ah. La Baguette. Revia. Ja, Bierchen? Ja, hast du eins da? Ich hab zufällig was da. Oh. Oh, lecker. Bitte. So. Ja, Bro. Oh. Oh, Doppelklang. Aha. So ein Teich. Oh, ja, moin. Man steht von allein! Gibt's ein Problem? Nö. Ich warte nur. Warten? Denken Sie, der Russe wartet draußen vor der Tür spannend aus? Man, der kommt hier jeden Moment rein und Sie stehen hier und haben nicht mal Anstand, ruhig zu stehen. Ja? Hab ich Sie um Erlaubnis gebeten zu sprechen? Bitte gut, sprich, schweigen die Krümel! Okay. Ja, wir sehen spannend aus Starspatzen und Sie sind nicht gut. Benehmen Sie ihn auf Scheiße! Richtig saftiges Stück Scheiße! Gucken Sie mich nicht an, wenn ich mit Ihnen rede! Mit Ihnen fangen wir an, los! Abzumachen, ey, ihr Leute! Mit dem Interview beginnen. Ja, Sekunde. Ich muss eben mein Akkulola. Asthmator-Apparat. Mein Name ist Anja und mir ist immer so schrecklich heiß in diesen warmen Klamotten. Oh, das ist die geil. Die probieren wir aus, ey. So, aus. Wen haben wir denn noch? Wie, wen noch? Wir haben noch gar nicht angefangen. Wenn ich dich in die Finger kriege, ey, dann mach ich erst mit dir Schluss. Und dann du mit mir. Nein. Tja, Riesenfrechheit, mir ist das noch nie passiert. Das ist bei mir. Wen nehme ich? So. Peng, peng, ihr Nuggets. Ich bin Valeria, die krasse Schützin hier aus dem Wald nebenan. Ja, okay, also ich bin ehrlich, die anderen sind arschanstrengend. Ich habe gar keinen Bock auf die. Ich will einfach nur zocken, okay? Einfach nur zocken, nicht reden. Ich wollte mich nur einmal vorstellen.